Was haben Dietrich Mateschitz, Xavier Naidoo, Andreas Gavalier und Felix Baumgartner gemeinsam? Sie sind in ihrem Beruf, in ihrer Berufung sehr erfolgreich, haben Talente, wurden abgefeiert, auf Schild gehoben, enthusiastisch bejubelt, zählten in ihren Bereichen zu den Eliten. Und dann? Dann eines Tages haben sie sich einmal erlaubt, von ihrem Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen und haben sich in ihrer Sorge um die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft an eine breite Öffentlichkeit gewandt. Sie haben einen fürchterlichen Sündenfall begangen. Und plötzlich über Nacht, wurden die einstigen Helden von den selbsternannten intellektuellen Eliten als rechte Dümmlinge, als Lügenback gebrandmarkt, medial von den Erfüllungsgehilfen des Systems für vogelfrei erklärt. Und eine Schar von selbstgefälligen Journalisten ist über sie hergefallen. Und so läuft es. Solange man sich den Maulkorb umhängen, sich entmündigen lässt und frei nach dem Motto Hände falten, Goschen halten, die Probleme unserer Gesellschaft negiert, ist man ein Held. Darf im Paradies auf dem Heldenschild verweilen. Aber wehe, man durchbricht die Moralkeule der Political Correctness und spricht an, was sich in Österreich, in Deutschland, in Europa abspielt. Dann ist man ein dummer Verschwörungstheoretiker, ein Barrier, ein Unberührbarer für die selbsternannten und zugleich erfolglosen Eliten. Ein Ausgestoßener für die Intellektuellen, zum Abschuss freigegeben. Unser Europa ist auf dem besten Wege, zu einer autoritären Entwicklungsdemokratie zu mutieren. Und nein, ich trinke kein Red Bull, springe nicht aus dem Weltall, bin kein großer Fan mancher musikalischer Trends, werde aber im Sinne des großen Voltaire alles dafür tun, dass diese Persönlichkeiten ihre freie Meinung kundtun können, ohne als Idioten unserer Gesellschaft abgestempelt zu werden.